Oh, jetzt nehme ich schon auf. Naja, okay, dann machen wir jetzt halt. Okay, hier läuft die Musik, wartet kurz. Guten Morgen, Leute. Wir sind jetzt noch nicht so lang wach, aber egal. Wir holen jetzt gleich unser Auto. Wenn alles gut läuft, laufen wir jetzt hier das letzte Mal. Und wir hoffen, dass alles gut läuft. Weil. Wäre blöd. Ja, also das Problem mit der Karte ist behoben und ihre Karte geht jetzt auch wieder, also theoretisch. Ausprobieren tun wir es gleich und dann heben wir jetzt eben beide so viel Geld wie möglich ab und bezahlen dann eben nur noch den Rest mit der Karte, weil wir haben ja eben diese 2% oder 1,75%, die an die Bank gehen von dem Betrag. Und ja, ich denke mal, dann sind wir ab heute wirklich dann endlich nicht mehr zu Fuß unterwegs. Auf einen weiteren Versuch, dass das mit dem Geld heute funktioniert. And your surname is Gelnerhausen? No. Weiss, doesn't matter. Yeah? Yeah. So Weiss, Cooper and Alina, that's all right. I'll take a copy of this. Yeah, perfect. Sind schon auf? Jetzt sind sie auf, ja. Okay. Hi! Los geht's! Das ist jetzt unsere Karre hier. Besser als nix. Ja, unser neues Zuhause. Ist auf jeden Fall ziemlich geil. Ja. Ist halt alles umgedreht, jetzt müssen wir halt erstmal ein bisschen raffen, aber ich denke mal, das kriegen wir hin. Da seht ihr auf jeden Fall nochmal unsere Karre hier. Die gehört uns jetzt. Geil! Und ja, also wir gehen jetzt erstmal kurz einkaufen und dann werden wir das erstmal ein bisschen putzen und so. Ich habe das noch nicht so ganz gerafft, wie das hier genau funktioniert. Ich glaube, jetzt abgeschlossen. Sehr, sehr abgeschlossen. Okay, wartet kurz. Jetzt sind wir noch nicht abgeschlossen. Jetzt ist abgeschlossen. Ja, auf jeden Fall ist nicht so easy. Hier sind irgendwie. Die Zentralverriegelung ist irgendwie extra zu den Schlüsseln, aber was soll's. Solange es funktioniert, passt das. Jetzt gehen wir nochmal kurz in Coles und kaufen da ein bisschen ein. Danke dafür. Ja, also gehen kurz in Coles, kaufen noch ein bisschen ein. Das Geile ist, dass wir die Scheiße nicht mehr zurücktragen müssen und jetzt mit dem Auto fahren können. Weil richtig ist wirklich geil. Ne, auf jeden Fall, jetzt können wir im Auto fahren. Ist auf jeden Fall um einiges angenehmer. Und wir werden es genießen. Und es hat eine Klimaanlage, das ist auch nice. Diesmal ersparen wir euch das ganze Einkaufsscheiß, oder? Was wir jeden Tag machen, die armen Schweine, müssen immer das Billigste raus. Nee, das ist echt krank überteuert hier. Wenn man überlegt, also hier waren eben Paprika, 3 Stück für 8 Dollar. Wenn man überlegt, was es dann in Euro kostet, also bei uns meine ich jetzt, dann ist es echt übertrieben teuer. Zurück im Haus. Haben wir jetzt unsere Einkäufe ausgepackt. Die schmiert mir jetzt ein paar Brote. Und ja, ich werde jetzt mal gucken, jetzt hier, wie es in unserem Zimmer aussieht. Muss mal aufgeräumt werden. Was ich übertrieben geil finde, ist, dass man alle Dosen und den ganzen Scheiß einfach die Tonne aufmacht und es da reinschmeißt. Kein Pfand. Wir versuchen hier jetzt mal zum Strand zu fahren irgendwie. Und, okay, sorry für Kameraführung gerade. Hier ist gerade vor uns so ein richtig geiles Gebäude. Also was ist das? Gebäude, Antenne, was auch immer. Auf jeden Fall sieht es ziemlich, ich glaube, es ist eine Antenne. Auf jeden Fall sieht es ziemlich geil aus. Hier fahren so hässliche Spastenautos rum, wie da drüben der zum Beispiel. Und so viele Autos sind doch einfach assi getunt. Das ist echt der Hammer. Und ganz selten gibt es auch mal ein teures Auto. Aber hier drüben jetzt zum Beispiel, da steht auch noch eins. Der Aston Martin da gerade. Wo die Tussi da einsteigt, die telefoniert. Ja, das ist eigentlich das meiste ist so Japsen-Autos oder Ford oder so ein Zeug. VW gibt es auch noch recht oft. So, hallo. Oh, ich habe so gesagt. Wir wollten uns das eigentlich abgewöhnen, würde ich die ganze Zeit sagen. Naja, wir haben hier gerade eine echt schöne Aussicht. Ich zeige euch das mal. So, wir sind gerade auf dem Freeway Richtung Fremantle. Ja. Und wollen jetzt eigentlich gerne mal zum Strand. Einfach nur, damit wir sagen können,
Wir sind heute mal mit unserem neuen Auto zum Strand gefahren. Ja, klingt doch auf jeden Fall schon mal cool. Ach so, nochmal ganz liebe Grüße an meine Mama, die hatte gestern Geburtstag. Und da wir gestern so einen schlechten Tag hatten, ich wollte ihr eigentlich gratulieren in dem Video, aber da mache ich es jetzt nochmal. Alles Liebe nachträglich, meine liebe Mama, von der anderen Seite der Welt. Hello from the other side. Mit einem wunderschönen Ausblick für deinen Geburtstagsgruß. Wäre schön, wenn du hier wärst. Ich vermisse dich ganz doll. Und ja, ich hoffe, das Essen hat geschmeckt gestern ohne mich. Ja gut, wir melden uns wieder, wenn wir am Strand sind. So, jetzt sind wir sogar da, wo wir hin wollten. Habt ihr gerade gesehen, um auszusteigen, muss ich nicht mal aufstehen oder so. Ich kann einfach rausrutschen aus dem Auto. Jetzt mal kurz mein Handy einstecken. Ist auf jeden Fall eine nice Karre. Jetzt muss ich schon mal hier auf diesem Ding hier gucken. Ist immer ein bisschen schwierig abzuschließen. Jetzt ist abgeschlossen. Ich blicke aber noch nicht so ganz durch, aber ich denke mal, das habe ich bald. Das ist schick schön. Auf jeden Fall, ja. Da kann man sagen, das ist wirklich schön. Gerade ein bisschen die falschen Schuhe an. Das ist der Hammer. Also, dass wir jetzt hier angekommen sind, war zwar nicht der Plan, aber es ist gut, dass wir angekommen sind. Weil es ist echt verdammt schön. Gell? Ja, windig ist es auch. Es kann sein, dass ich jetzt wieder in der Kamera so scheiße anhört, aber was soll's. Ich bin gleich wieder da, ich muss ein Foto von ihr machen. Jetzt rennt sie. Okay, schade, dass ich jetzt nicht meine Steadycam dabei habe. Ich wollte es heute Morgen mitnehmen, beziehungsweise heute Mittag, aber. Ich hab's vergessen. Aber ich denke, hier wird es auch nochmal richtig gute Aufnahmen mit Steadycam geben. So. Ja, also ich schon ein bisschen blöd. Nur damit ihr es wisst, es ist nicht das Auto, es ist der Arm, der aus dem Fenster hängt. Nee, Spaß. Also, wir fahren jetzt heim wieder, essen dann, dann schalte ich das Video und lade es hoch. Und dann denke ich mal, ist das Video für heute auch erstmal zu Ende. Und wir sehen uns morgen wieder. Ciao.